Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Erst einmal wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr und ja, bleibt halt gesund und macht das Beste draus. Wir schauen jetzt mal, wie es hier weitergeht. Ich muss erst mal gucken. Das letzte Mal habe ich aufgenommen vor einem Jahr. Letztes Jahr meine ich. Was hat denn der hier? Bei meinem letzten Besuch auf Omega konnte ich keine Arbeit finden. Man sollte gar nicht glauben, dass ein Attentäter an einem Ort wie diesem hungern muss. Die Einwohner klären solche Probleme wohl ohne fremde Hilfe. Und wer das nicht kann, mit dem will man auch nicht zusammenarbeiten. Okay, bei dem können wir nichts kaufen. Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie das hier. Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie verdienen Schutz. Sollte ich unsere Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Naja, das ist ja kein neues Problem. Das ist ja schon immer so. Da haben wir schon geschafft. Bei dem Elkor. Ein Heckmodul. Das wär's doch, oder? Verdoppelt das Zeitlimit. Oh, müssen wir immer noch selber hacken. Aber besser ist gar nichts. Damit lässt sich was anfangen. Das nehmen wir auch mit. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz, ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich, einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Da muss seine Gefühlsstimmung im Text noch mit einbaut, höflich. Aber die Chick in der Gusche. Das Ende ist nah. So, aber auf Omega haben wir eigentlich alles erledigt, oder? Also vorerst. Wir könnten den noch, aber da habe ich jetzt, das kann man später auch noch machen. Da habe ich jetzt keine Böcke zu. Was hat denn der hier? Captain Gavorn, Chef der Voyager-Einsatztruppe. Haben Sie etwas zu berichten? Werden die Voyager von jetzt an noch ein Problem sein? Es wird sicher nicht mehr so schlimm wie früher. Sie vermehren sich schnell und sterben jung. Solange wir das unter Kontrolle behalten, ist alles in Ordnung. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Ja, danke. Dir auch. Schönen Tag. Tschüssikowski. Wir gehen zurück zur Normandy. So, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, dann fängt es an. Wollen wir wetten? Was ist denn mit der? Ist die krank? Okay, dann schauen wir erstmal nach den Upgrades. Waffen-Upgrades. Bevor wir uns mit den Krogaunen. Mit den Kollektoren anlegen, muss ich ja sowieso das Schiff auch noch ein bisschen upgraden, glaube ich. Ja, das machen wir gleich. Iridium. Müssen wir halt wieder. Also, das mache ich eh außerhalb der Aufnahmen. Okay, haben wir jetzt überhaupt noch irgendwas, was wir uns leisten können? Schaut nicht gut aus.
gehärtete Schilder. Und Waffen-Upgrades. Ja, die nehmen wir mit. Die schwere Pistole, die ist immer gut. So, okay, da hätten wir das erstmal. Und jetzt schauen wir mal auf die Karten. Es gäbe ja noch einen Charakter. Kazumi, aber... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Die können wir nicht rekrutieren, weil ich jetzt nicht extra das DLC dafür kaufen will. Wenn dann dieses Jahr irgendwann sowieso die Remaster rauskommt. Und dort wahrscheinlich alle DLCs dabei sind. Ach, warum? So geistesgegenwärtig, wie ich gerade wieder war, habe ich wieder an Omega angedockt. Das habe ich hoffentlich bis zu dieser Stelle herausgeschnitten. Jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. So. Bloodpack. Portal deaktivieren. Tuchanga. Reaper FFS beschaffen, das ist Hauptstory. Ich glaube, wir nehmen uns mal der Hauptstory ein Stück weit an. Haben wir jetzt lange nicht. Ich glaube aber, es gibt ja einen Point of No Return, wenn wir eine bestimmte Mission annehmen. Ich hab Scheiß drauf. Das ist ein kaputter Reaper. Naja, schauen wir es uns mal an. Mehr als die Jacke können wir nicht vollkriegen. Nehmen wir mal Samara in ihrem neuen Outfit mit. Das Schwarz gefällt mir bald besser, das kleine Schwarze. Und den Gestörten nehmen wir wieder mit. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Oha, Geths sind da und wir betreten jetzt einen totgeglaubten Reaper. Es stinkt nach Blut, aber irgendwas stimmt damit nicht. Ganz schlechtes Gefühl. Jetzt kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen beim Hacken. Trotzdem geht's mir auf den Keks.
Aber was willst du machen? Da müssen wir durch. Das ist Gehirnjogging. Gehirnjogging für völlig Zurückgebliebene. Für Leute wie mich. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Ich will da eigentlich gar nicht reingehen. Norman, die ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Wir sind gefangen. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten! Ei, ei! Weidmanns Hai! Ja, da wissen wir doch Bescheid. Das kann doch wieder heiter werden. Was für ein Chaos. Hat sonst noch jemand Hunger? Ernsthaft? Der Krogana hat jetzt Hunger. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuge bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Dieser Ort hat ihr Bewusstsein verändert. Die haben dieselben Erinnerungen. Geh doch mal weg, bitte. Steht bitte nicht im Weg herum, sonst muss ich euch zurück ins Auto schaffen. Hier. Zum Ärger! Was? Mit Tanks kenne ich mich aus, Shepard. Schreckling! Einen getötet! Nichts, Kleiner! Das sind Task. Das klingt wie in so einem Zombie-Spiel, verdammt. Er ist tot. Alles klar. Bin dabei. Der Krogi checkt wieder aus. Ich dachte, die Geth hätten diese Husks. Jetzt bist du tot. Ich nehme sie mir vor. Feind! Spür den Blutrausch!
Ah. So war's das jetzt mal. Das ist ja zu viel Aufregung für mich. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandana würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade... Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Wo wir die Steuereinheit abgenommen haben. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Alles nicht gut. Wir sollten nicht hier sein. Schütze. Der Schütze könnte zum Cerberus-Team gehören. Wir sollten Kontakt herstellen. Genau, wie kommt denn der auf Cerberus? Da ist ein Geth-Schiff. Wie kommt die auf das? Verstanden. Ich gehe. Und wo haben die jetzt Schüsse wahrgenommen? Damit lässt sich was anfangen. Keine Nachricht. Bin unterwegs. Ja, okay. Die Husk, das waren ja mal Menschen oder so, irgendwelche Lebewesen. Humanoide Form jedenfalls. Aber die sind mir nicht geheuer. Ach nö. Da brauche ich jetzt die grobe Kelle. Da, oder? Nein, der ist kaputt. Alter Verwalter. Natürlich. Warum denn nicht? Erstmal in Ruhe was hacken, uns wird wahrscheinlich hier der Arsch aufgerissen. Aber ja, was machst du so? Ja, ich hab gehackt. Ganz in Ruhe. Das ist wertvoll. So Leute, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge. Meine erste dieses Jahr. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi und einen schönen Tag noch.